Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind mal wieder draußen auf kleiner Wandertour und zwar in der Ohligser Heide. Es ist Mitte Januar und ganz, ganz, ganz schön kalt, deswegen mit Handschuhe und hier dick angezogen, Wanderschuhe, denn der Boden ist ganz schön matschig. Aber die Heide ist immer sehr sehenswert und deswegen dachte ich, nehme ich euch heute mal wieder mit auf eine kleine Tour und zeige euch so ein bisschen von der Landschaft. Damit ihr euch jetzt ein bisschen was zur Heide vorstellen könnt, was genau das ist, erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Und zwar ist die Heide ein Naturschutzgebiet und es ist ein in Teilen bewaldetes Heidegebiet, sage ich mal. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen, woraus die Heide besteht. Und das Ganze umfasst 147 Hektar Landfläche. Wir gehen jetzt hier einen der vielen verschiedenen Wanderwege. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich die Heide anschauen kann. Wir wandern übrigens wieder mit der App Komoot oder Komoot, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es ausspricht. Und ich verlinke euch die natürlich unten wieder in der Infobox. Da kann man sich nämlich immer super strecken, je nach Standort raussuchen, aufteilen in schwer, einfach und mittel. Die Streckenlänge kann man sich aussuchen und dann werden einem ganz unterschiedliche Touren vorgeschlagen. Und das ist echt ganz cool. Ja, und das ganze Heidegebiet besteht aus einer Feucht- und einer Trockenheide, aus Moor- und Bruchwald, also Eichen- und Birkenwäldern, aus einem Heideweiher, offenen Sandflächen, ganz vielen Bächen und Stillgewässern. Und das dient so als Fläche für die ganz unterschiedlichen Arten, also als Lebensraum für ja, viele Pflanzen und unterschiedliche Tiere. Jetzt ist natürlich Winter und man sieht davon nicht ganz so viel, aber besonders im Sommer, wenn die Heide blüht, ist das hier wunderschön in unterschiedlichen Farben und ja, man hört den einen oder anderen Vogel zwitschern, einen Schmetterling oder Frösche auf dem Weiher, so da gibt es einiges zu entdecken. Geschützte Heidelandschaft zu pflegen, werden hier auch seit einigen Jahren wieder Moorschnucken eingesetzt. Das ist eine Schafrasse, die vom Aussterben bedroht ist und vielleicht kennt die der ein oder andere auch aus der Lüneburger Heide. Und ja, die Schafrasse hat so hier eben auch eine Zukunftsperspektive, indem sie einen natürlichen Lebensraum hat und auch ja, die Landschaft einfach ganz natürlich pflegt. Wir haben hier gerade einen See entdeckt und die Oberfläche ist fast zugefroren. Man sieht das jetzt gar nicht so gut. Vielleicht können wir mal an eine Stelle gehen, wo man es noch ein bisschen besser sieht. Hier ist so eine kleine Hütte. Vielleicht seht ihr es so ein bisschen hinten durch, da ist es schon zugefroren. Gerade gesehen, dass man hier auch durchschauen kann. Thank you.
Ja, den großen See, den wir da eben gesehen haben, der nennt sich Dreiinselteich und der wurde um 1920 von Menschenhand noch etwas erweitert und heute nisten da ganz, ganz viele unterschiedliche Vogelarten. Und hier geht es noch zu dem kleinen Heideweiher. Auch da kann man immer wieder Frösche beobachten und das Ganze dient ebenso als Lebensraum für ganz viele Tierarten, neben den Fröschen eben. So, ihr Lieben, nach rund 1,5 Stunden Wanderung ist unsere kleine Tour jetzt auch wieder vorbei und wir sind jetzt gleich wieder am Ausgangspunkt angelangt. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal kein riesenlanges Video war, aber ich dachte, ich nehme euch trotzdem mal wieder mit nach draußen, damit ihr auch mal was anderes seht. Und ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!